Wir haben heute die Ergebnisse des Sonderforschungsbereichs 588 gesehen. Wir haben gesehen, dass wir komplett integrierte humanoide Robotersysteme haben, die in der Lage sind, komplexe Aufgaben in komplexen Umgebungen wie eine Küchenumgebung auszuführen. Das heißt, Systeme, die nicht nur eine einzelne Aufgabe ausführen können, sondern eine Vielzahl von Aufgaben auf eine robuste Art und Weise. Wir sind stolz darauf, dass wir diese Küchendemo seit 2008 fast jedem Besucher zeigen können, nicht nur in unserem Labor, sondern auch auf Messen. Wir haben die Demo mehr als 500 Mal präsentiert, seitdem 75 Mal auf der CeBIT in 5 Tagen, wo der Roboter mit einer Küchenumgebung oder in einer Küchenumgebung Hol- und Bringdienste in Interaktion mit den Menschen ausgeführt ist. Das ist eine Leistung aller Beteiligten im SFW, die sich an unterschiedlichen Fragestellungen gearbeitet haben, von der Perzeption zur Bewegungssteuerung und Planung, zur Verkettung von einzelnen Fähigkeiten zu komplexeren Fähigkeiten, aber auch nicht zu unterschätzen die Konstruktion, die Mechatronik und die Mechanoinformatik, die notwendig ist, um diese kompletten Systeme mal auf die Beine zu stellen. Das ist noch eine Herausforderung, diese Systeme zu engineeren. Wir haben das exemplarisch gezeigt anhand von ARMA 3A und 3B. Hier ist die nächste Generation, der ARMA 4. Der Roboter besitzt 63 Freiheitsgrade. Das ist eine komplett neue Entwicklung, in der viele Innovationen, was Antriebstechnik, was Auslegung von Freiheitsgraden, Realisierung von biologischen Gelenken in technischen Systemen. Der Roboter, der wird dazu dienen, die Haltungskontrolle beim Menschen zu verstehen oder mehr über die Haltungskontrolle beim Menschen zu verstehen. Und wird uns dabei unterstützen, mehr zu verstehen, wie wir hochperformante Systeme bauen können, die noch viel mehr können, also vielseitiger können, die leichter, energieeffizienter sind und die man vielleicht in einer anderen Form bauen kann. Also noch eine humanoide Form, aber eine hohle humanoide Form, sodass Menschen hineingehen können in diese Systeme, das heißt Roboter zum Anziehen, die in der Lage sind, Menschen mit physikalischen Einschränkungen oder physikalische Einschränkungen bei Menschen oder Behinderungen zu kompensieren, aber auch die Fähigkeiten von gesunden Menschen stärker zu machen. Also wenn einer schneller laufen will oder wenn einer besser sehen will, als mit den eigenen biologischen Beinen oder Augen, dann kann ich mir vorstellen, dass diese Technologie, die wir anvisieren in der Zukunft, oder ich kann mir nicht vorstellen, sondern diese Technologie, die wir in der Zukunft anvisieren, die wird entscheidend für die Verbesserung der Lebensqualität von beiden gesunden, aber auch von behinderten Personen. Das heißt, das Ziel hier, humanoide Roboter zum Anziehen, Roboter, die nicht schwer wiegen, aber die mehr als 50% des Körpergewichts tragen. Mit diesem Roboter sollen Personen, die Behinderungen im motorischen System haben, wieder laufen gehen, wieder am aktiven Leben teilnehmen können. Auf der anderen Seite sollen diese Roboter nicht nur als Anzug fungieren, sondern wenn diese Person nach Hause zurückkommt, diesen Anzug aussieht, dieser Anzug soll als autonomer Roboter funktionieren, der dann Haushaltsaufgaben erledigt, wie Geschirrspülmaschine beladen, vielleicht mal das Essen vorbereiten oder andere Aktivitäten oder andere Fähigkeiten haben.